Gestern hat die ÖVP einmal mehr offenbart, aus wie vielen Blindgängern sie eigentlich besteht. Die Parlamentssitzung hat das ja deutlich gezeigt und wie weit man immer noch bereit ist, den Grünen auch die Mauer zu machen. Aber wenn wir schon bei den Blindgängern sind, dann möchte ich mit dem Oberblindgänger in dieser Republik anfangen, nämlich mit dem Innenminister Karner. Der Innenminister Karner war ja bekanntermaßen der Pressesprecher von Ernst Strasser. Das ist also dieser Fußfessel-Lobbyist der ÖVP, der, glaube ich, auch ganz kurz einen Besuch hinter schwedischen Gardinen abgedient hat. Und der ist sozusagen einer in der Reihe der niederösterreichischen Innenminister. Und gestern ist er ja im Zuge der Nationalratssitzung draufgekommen, dass er jetzt ein Messerverbot im öffentlichen Raum erlassen möchte. Und das Spannende daran ist, dass das schon wieder komplett am Problem vorbeigeht, auf der einen Seite und auf der anderen Seite die gesamte österreichische Bevölkerung diskreditiert. Warum? Ja, ganz einfach. Also das Messer hat ja bei uns insofern Tradition, dass es ja von verschiedenen Trachten angefangen, auch bei der Jagd natürlich immer irgendwie dabei ist. Es gibt keine Lederhose ohne einen Knicker und es gibt auch keine Jagd ohne ein Messer. Jetzt sagt der Herr Minister zwar, naja, das wird er dann nicht so genau kontrollieren, aber grundsätzlich gibt es die Strafandrohung. Und was soll er jetzt dann genau machen? Soll er sagen, naja, der zahlt jetzt keine Strafe, weil der hat jetzt einen Jagdhut auf und der ist möglicherweise Jäger oder er hat einen Jagdschein, aber zwar nicht im Wald, aber ist trotzdem Jäger. Also soll der Schwachsinn sein. Wenn ich jetzt in Tracht bin und einen Knicker einstecken habe, ist das dann in Ordnung oder nicht? Ist mein Sohn, der dann das Jausenmesserl mit hat, ist der dann ein 3.500-Euro-Verbrecher oder nicht? Das ist ja alles vollkommen irre und in Wahrheit ja auch völlig am Sinn vorbei. Warum? Weil das Problem ja ganz woanders liegt. Ich meine, der Afghane, der die drei Damen in Wien in einem Blutrausch niedergemetzelt hat, der hätte auch kein Messer einstecken gehabt. Der hat sich kurz vorher in einer Fachhandlung eines gekauft, ein Küchenmesser, mit dem hat er diese Tat begangen. Grundsätzlich ist es so, dass wir vielleicht ganz woanders ansetzen sollten. Vielleicht sollten wir dort ansetzen, wo Kulturen zu uns kommen, die das Messer einfach anders verwenden als wir, nämlich zur Austragung von Konflikten. Bei uns ist das Messer auf der einen Seite schlicht und ergreifend praktisch, wenn man irgendwo im handwerklichen Bereich tätig ist. Das Messer gehört zur Jagd dazu, weil es einfach eine Notwendigkeit ist, um ein entsprechend erlegtes Tier auch aufbrechen zu können. Und das Messer gehört bei uns auch zur Folklore in der vorher zitierten Lederhose, was natürlich auch wieder ein Stück weit mit der Jagd und so weiter zu tun hat. Das heißt also, uns alle unter Pauschalverdacht zu stellen, weil dieser Blindgänger von Innenminister nicht in der Lage ist, die illegale Zuwanderung zu stoppen und gleichzeitig auch sicherzustellen, dass sich die, die da sind, nicht gegenseitig umbringen und gleichzeitig auch noch Österreicher mit einbeziehen in all diese Dinge. Das ist doch der eigentliche Skandal. Und jetzt macht man natürlich wieder so eine Türtafelmaßnahme und eine Alibi-Maßnahme und setzt aber damit gleich einmal alle Österreicher unter Generalverdacht und bedroht sie wieder mit Strafen in tausenden Euros Höhe. Also man sieht, die ÖVP lenkt ab. Und wenn sie nicht ständig am Kolumbusplatz Leute gegenseitig fast umbringen würden, und jetzt natürlich diese neue Aktenlage da wäre, wo man zumindest glaubt, wieder einen Grund gefunden zu haben, dass man der FPÖ gegen das Bein pinkeln kann, dann müsste man das alles diskutieren, was die ÖVP hier allein im Innenministerium verbrochen hat. Und auch das gehört aus meiner Sicht zum Staatsschutz und zur Staatssicherheit, dass eben nicht ständig irgendwelche Menschen da herumlaufen, die da dann dauernd das Messer zücken und irgendwelche Gewalttaten begehen. Grundsätzlich, also wie gesagt, kompletter Schwachsinn, was der Herr Innenminister Karner hier präsentiert hat. Ich bin absolut dagegen, die Österreicher hier unter Generalverdacht zu stellen. Nur weil irgendwelche fernoststämmigen Menschen nicht wissen, wie sie sich hier zu benehmen haben, kann man die ganze österreichische Bevölkerung hier schon wieder an die Kandare nehmen. Also man sieht, was die ÖVP bereit ist, um sozusagen den eigenen Ruf zu retten, wenn es den überhaupt noch gibt, was ich stark bezweifle. Dann greift man halt zu solchen Maßnahmen, um sicherzustellen, dass die Medien wieder über etwas anderes schreiben, außer nicht über die Skandale der ÖVP. Aber ihr könnt versichert sein, da habe ich noch einiges in petto. Als erstes werdet ihr es übrigens auf diesem Kanal erfahren, wo wirklich schon fast 40.000 User dabei sind. Danke dafür. Also einfach ein Abo und ein Gefällt mir da lassen, würde mich freuen. Und zum Abschluss vielleicht noch eines. Auch das zeigt, wie willfährig die ÖVP mittlerweile unterwegs ist. Ich meine, quasi die Vorstufe für den flächendeckenden 30er auf
Gemeindestraßen gestern mit den Grünen gemeinsam zu beschließen, zeigt auch, dass sie Haus und Hof verkaufen würde, um noch ein paar Tage zu regieren, diese ÖVP. Und genau da gehört angesetzt, also den ganzen Schwachsinn, der hier mit den Grünen gemeinsam beschlossen worden ist, wieder rückgängig zu machen, wird sicherlich mit einer der größten Aufgaben von unserem Volkskanzler Herbert Kickl sein. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag.